Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Dawson 2 Kappa Mode. So, ich habe da was vorbereitet. Wir haben jetzt hier die 8 Farming Base Module, können mal hier die Agricraft Farming Station draus machen. Also, das wird ja, ja. Können wir daraus machen, ist aber. Ich sag mal jetzt ein bisschen blöd, es so zu machen. Ich habe mir das anders überlegt. Wir werden die zwar noch machen, wir werden auch hier die Upgrades noch machen, das ist gar nicht zur Frage, aber wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir jetzt erstmal mit Primata Craft ein bisschen voran machen. Damit wir dann damit die restlichen Seeds machen können. Und dann fangen wir an in Deep Dark. Deep Dark sage ich schon, im Last Millennium. Gucken wir dann mal, dass wir die Felder vorbereitet kriegen. Und dann machen wir endlich mal Magical Crop Stuff und dann machen wir die Farming Station. So, ein Feld wieder drüben mit den Quartz Seeds können wir machen. So ein schönes 3x3, 9x9 Feld, so 3 pro Quark. Ich glaube, das ist jetzt was größer, oder? Ne, das ist 3x3, 9x9. Und naja, wie viel dabei rumkommt, das muss ich nicht zur Frage stellen. Auf jeden Fall. Wir gucken jetzt erst einmal, dass wir neue Mathecraft anfangen. Gute ist ja, dafür haben wir auch gerade eine Quest da. Nee, N. Und zwar brauchen wir einen Air Compressor, eine Pressure Tube, Pressure Chamber Window, Pressure Chamber Interface, 12 und Wall. Und dafür machen wir einfach mal hier Pressure. Ich glaube, damit sind wir schon mal ganz gut bedient. So, Pressure Chamber Wall. Nehmen wir mal das Compressed Iron hier raus. So, haben wir. Wir brauchen 4 Vibrant Alloy für die Windows. 4. Holen wir hier auch schon mal 4 Enderperlen raus und holen uns dann 4 Glowstone. So. Ich hoffe, dass wir somit besser bedient sind, weil jetzt die ganze Zeit auf Conduct of Iron und sowas zu warten, das wäre, glaube ich, eine Ressourcenverschwendung, as it's fine ist. Was brauchen wir für die Pressure Tubes? Einfach nur Glas. Wir brauchen noch einen Air-Kompressor, ne? Da braucht man Diamond Furnace, Alter. So, machen wir das fertig. Wir brauchen noch ein Valve. Brauchen wir Electrical Steel. Ich habe jetzt hier die... Währenddessen, wenn ich gewartet habe, habe ich hier die Conductive Iron und Electrical Steel Seeds schon auf 10C10 gebracht. Und muss sagen, darüber kam doch schon mehr rüber, als wenn wir jetzt warten würden. Wir können ja wirklich so das Feld vorbereiten. Harvester können wir mal von hier mitnehmen. Das wäre so, glaube ich, echt das Klügste, wenn wir das so rüber machen. So. Electrical Steel haben wir ja hier und wir kriegen 2 raus. Das heißt. Ja, komm, wir haben hier noch ein bisschen da. Wir brauchen hier noch 1, das heißt, wir können das so schnell machen. Generell werden wir jetzt auch langsam gucken müssen, dass wir hier alles ordentlich aufgebaut kriegen. Alleine schon, wenn es dann bald darauf losgeht, AE2. Da werde ich hier unten dann nochmal eine gigantische Plattform machen für die ganzen für das Autocrafting und sowas. So, Pressure Chamber Window. Ich sollte dann vielleicht... Was ist Fuse Quartz? Ja. Haben wir noch was da? Jo. Jo. So. Also, wir müssen das Chamber Valve machen. Und dafür machen wir erst die Pressure Tube. Machen wir mal 16 Stück. So, das haben wir. Das haben wir. Wie sieht das aus? Den
Air Compressor noch, Chamber Interface und ein Air Compressor. Für den Air Compressor brauchen wir ja einen Furnace, den Diamond Furnace. Zack, zack, zack. So, Furnace, das, das. So, den haben wir, den haben wir. Ah, kann auch kein Crack hier lösen. Dann eben so. Haben wir. Air-Kompressor. Haben wir. Jetzt braucht man nur noch das Chamber-Interface. Oder das war easy, das ist nur ein Hopper. So. Holz wird langsam auch knapp, aber das sehe ich nicht als Problem an. Da wir bald so gesehen unendlich Holz haben. So. Jetzt sollten wir es haben. Sehr schön. Dann bauen wir die Pressure Chamber einfach hier drüben auf. Mach mal in 3x3. So, und ich brauche natürlich mehr von denen. Wir werden das aber ein bisschen anders designen. Weil, so wie es gedacht ist in diesem Pack, werden wir das Ganze nicht aufbauen. Das habe ich schon mal gesagt. Also wir werden jetzt nicht mit den Interfaces agieren und so weiter. Die habe ich jetzt wirklich nur gemacht für die Quest. Ich finde, meiner Meinung nach gibt es einen viel besseren Weg, das Ganze zu machen. Wir brauchen jetzt eigentlich auch nur noch hier Glas, Glas, Glas. Ich glaube, da habe ich jetzt ein Interface vergessen. Nee. Nicht Interface, jetzt aber fange ich auch schon an. Ein Pressure Chamber Valve. Sehr schön. Dann nehmen wir hier einen Air Kompressor. Pressure Tube da rein. So, und wir haben eine Pressure Chamber, die jetzt aber nicht viel bringt. So, können wir ein Security Upgrade machen? Können wir machen. Wenn wir auch zwei von machen. Kurze Erklärung, was das Security macht. Wir können hier ja Kohle reinhauen, damit wir Pressure, Druck erzeugen. So, wenn aber zu viel Druck da ist, macht das Peng. Und wir können jetzt hier und in die und den hier ein Pressure Upgrade, ein Security Upgrade reinhauen, dass die rechtzeitig sich abschalten. Und generell würde ich sagen, das ist auch schon mal in unserer Intention. So, wir brauchen jetzt hier einen Pressure Gauge. Das heißt, wir brauchen 8 Gold. Lapis haben wir noch gebraucht, 8 Stück. Lieber haben wir schon einen, das heißt, wir brauchen nur noch 3. Komm, machen wir mal die Slabs weg. So. Zack, zack. Dann kann ich heute wenigstens mal was Content zeigen. Ist ja geil. So, zwei davon. Gut. Was ist denn das hier für eine Fernbedienung? Okay. Och, jetzt verzieh doch nicht immer. So. Zwei Security Upgrades und wir können noch ein bisschen 8 Kohle sollten reichen.
Also, ja, okay. Ja. Den Zombiekopf nehme ich gerne an. Wir müssen natürlich hier oben noch eine Fackel platzieren. So. So, du kriegst jetzt schon mal dein Security Upgrade und du. Wir werden jetzt aber noch nicht befeuern. Weil wir werden das Ganze über einen bestimmten Block noch machen. Beziehungsweise eine Platte. Wenn wir mal bei Plate rein. Okay. Müssen wir anders machen. Es gibt nämlich die Translocation Plate. Auf die habe ich es abgesehen. Das heißt aber, wir bräuchten einen Fluid Transposer. Nee, noch nicht mal. Wir machen uns einen. Mal ein Plate Frame. Das ist perfekt, dass wir das auch über die Schmiede machen können. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das müsste man über den Fluid Transposer machen. Aber wenn das so ist, ich sag nicht nein. 1, 2, 3, Fuse Quartz haben wir noch. So, zack, zack, zack. Plate Frame. Das kann hier mal alles rein. 4 Enderperlen. Das finde ich jetzt natürlich richtig, richtig sexuell. Gib mich das da. Tun wir die da rein. Enderperlen schmelzen. Und wir haben die Translocation Plate. Sehr schön. Das läuft ja jetzt heute schon besser in der Folge. Freut mich auch richtig. So. Wir können jetzt aber leider nicht umstellen, wenn wir jetzt hier drauf gehen. Wären wir an Arsch der Welt geportet. Wollen wir nicht, ne? Diese Translocation Plate können wir mit dem Multimeter konfigurieren. Machen wir uns einmal eins. So, ganz wichtig, es gehen nicht alle. Nein. Jawohl. Machen wir uns ein Multimeter. Wir brauchen dafür ein Elektrogear. Das ist ja relativ schnell gemacht. So, wir brauchen vier Elektrum. Ein Conductance Coil, das heißt, wir brauchen hiervon nochmal eine. Müssen nochmal so ein Conductive Iron vorbereiten. Nee. Nicht Conductive Iron, hier dieses wird Alloy Ingot. Das können wir dann wie immer hier reinrotzen. Ach, hier habe ich auch noch die Menge Glas über. Sehr schön. Haben wir das. Fehlen uns nur noch LED und Copper. 2 LED. Oder Lead. Ne, müsste LED sein. So. Schmeißen wir doch mal ganz schnell die Gearcast hier rein. Ah ja, die gute alte Gear. Wie sie Menschen zerfressen kann. Okay, Spaß beiseite. Tun die Basic. Ja, gut. So, machen wir uns jetzt mal hier das Multimeter, damit wir das richtig konfigurieren können. So. Und zwar, wenn wir es mit Rechtsklick Sneak-Rechtsklick machen, können wir hier klicken. Nein. Das muss nach links zeigen, genau. Und wir wollen, dass zwei Blöcke haben. So, gucken wir mal hier. Richtig, ist drin. Perfekt. So. Wie bekommen wir das Zeug jetzt so raus? Fuck. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Natürlich habe ich darüber nachgedacht. Das machen wir mit einem Advanced Item Filter. Der ist ja nicht so wirklich schwierig. Ein Hopper, Obsidian Sticks und sowas. Das ist alles gar kein Thema. Ich kann aber hier schon mal zwei Glowstone nehmen. Da
Muss man nicht nochmal latschen. So, wir brauchen jetzt hier eine Enderperle, zwei Redstone. Zack, zack. Was brauchen wir noch? Einen Hopper, das heißt, wir brauchen fünf davon. Einen davon. Eins Truhe. Obsidian-Stick haben wir ja da. Item-Collector. Advanced Item-Collector. Wir brauchen jetzt aber noch eine Truhe. Da mache ich aber eine stinknormale hin. Vorerst mal. So. Da gucken wir mal. Das sollte ja dann jetzt gleich funktionieren. Zack. Zack. Machen wir den Radius ein bisschen größer. Yay! Wir können Sachen komprimieren. Dann befüllen wir da mal hier das mit Kohle. Damit hier Druck reinkommt. Und so ganz, ganz leicht füllt sich dann auch hier der Druck. Hier konnte man die Pressure sehen. Genau. Das dauert jetzt halt natürlich. Weil wir gerade nur 0,2 bar machen. Ich glaube, wir können auch einfach Kohleblöcke reinschmeißen, oder? Kohle haben wir bald eh keine Probleme mehr. Sehr schön, wir sind schon bei 2. Ja, 0,3 bar, 0,4. Das steigt stetig weiter. Sehr schön, da sieht man schon, dass es Luft drin. Wenn wir uns jetzt mal die Dense Ores anschauen, hier so ein Dense Iron Ore, da brauchen wir, wenn ich das richtig lese, 3 bar. Ich glaube, je schneller mehr Luft da jetzt auch reinkommt, desto schneller geht das auch. Können wir Speed Upgrades machen? Die hier. Oh, Lubricant brauchen wir da. Haben wir zufälligerweise eine Lubricant Crew da? Dann würde ich doch schon mal gucken, eins zu machen. Dass das etwas schneller geht. Ich glaube, das sieht schlecht aus. Oder das da ist einer, aber das könnte Blazing sein. Gasoline haben wir. Ne, das sieht schlecht aus. Gut. Scheiße. Gut, scheiße. Ich weiß, was ich möchte. Auf jeden Fall. Was wir aber jetzt mal machen können. Wir können hier mal die Truhe mitnehmen. Einfach einpacken. Meine Truhe. Ihr könnt euch auch circa vorstellen, was ich hier vorhabe mit dem ganzen Umbauen, wie das aussehen wird. Wir müssen ja noch die Ores vorbereiten, ne? So, wir können ja jetzt mal gucken. Wir können ja schon mal das Redstone-Ohr vorbereiten. Oh. Stimmt, da war ja was. Wir können hier noch einen Filter machen. Das wären dann, glaube ich, die hier, oder? Ja. Oder? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Doch, das müsste der sein. Ist nicht wirklich teuer. Werden wir es aber nicht dafür verwenden. Für die Erze. Eher können wir das verwenden, wenn wir... sag mal schnell. Hier sowas wie Compressed Iron machen, weil Compressed Iron können wir auch in der Pressure Chamber machen. Ich glaube aber über die Blöcke ist das günstiger. Ja gut. Wir warten jetzt einfach nochmal einen Moment hier. Ich schmeiße das nochmal zurück. Was können wir denn dann gerade noch machen? Wir können ja um die Zeit so ein bisschen verzögern. Können wir mal gucken hier in die Quest. Haben wir ja 2 Stück fertig. Können wir die Loot Chests nochmal claimen? Was haben wir hier? Essence Bricks, ja gut, kann man haben. Und Artefakt. Places Cakes, kommt jetzt zu Emeralds und Drop Unbreaking Free.
danke schön, dann nehme ich dir wieder die Emeralds. Ich weiß nicht, ich finde die Artifacts nicht so wirklich geil. So, schmeißen wir den Rotz hier rein. Das kann da rein. Aber hier irgendwo noch eine leere Truhe. Ja, hier, dann kommen. So, das gehört mir, das gehört mir. Das gehört mir. Das gehört mir. Das können wir darüber tun. So. Hauen wir das zurück. Das brauchen wir jetzt gerade alles nicht. Ich würde sogar brauchen, wir brauchen von denen nur eine. Oh. Lustig. Okay, jetzt wird es nervig. Hauen wir einfach da gerade rein. So, jetzt könnten wir mal gucken, ob das schon fertig ist. Ansonsten machen wir einfach mit etwas anderem weiter. Ja, ist so gut wie fertig. Was ist denn die nächste Quest? Eine Refinery. Da würde ich sagen, es geht als nächstes so in Richtung Liquid Plastic. Das können wir eigentlich alles hier aufbauen in der Reihe. Aber wir werden das etwas anders machen. Komm schon, drei Bar, drei. Komm, dann packst du. Ich glaube an dich. Wir werden nämlich gucken. Ist der schon drei Bar? Wir werden schauen, dass wir... Wie erkläre ich das jetzt am besten? Wir haben ja jetzt eine LPG-Cow, ne? Wenn wir jetzt mal den Weg... Ich weiß, die Folge ist vorbei, aber... Das will ich noch gerade erklären. Na ja, toll. Eigentlich müssten wir den Weg über Öl gehen. Genau. Müssen wir eine Refinery Öl und Nutrient Distillation zu Gasoline machen. Gasoline dann in der Firma von Aromatic Processing Plant zu LPG. LPG dann mit Kohle zu Liquid Plastic. So. Da wir aber jetzt eine LPG-Crew haben, ist das Ganze tausendmal einfacher. Das war zwar nicht der Grund, warum ich LPG haben wollte als Crew, beziehungsweise nicht der Hauptgrund. Aber es wird uns trotzdem weiterhelfen. Können wir hier so eine kleine 3x3 Kammer aufbauen mit einem Rancher. Machen wir alles in der nächsten Folge dann. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier die Erze mal alle kompressen zu den Dance Ores, damit wir die letzten Seeds machen können. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Plan für die nächste Folge steht. Wir haben genug zu tun momentan. Finde ich schön. Es ist momentan nicht so, dass ich denke, ja gut, und jetzt... Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.